Hallo, herzlich willkommen zurück zu Anarchie Online tatsächlich mal wieder. Und zwar ist Halloween, deswegen gehen wir mal kurz da rein. Da habe ich mich, also Halloween, da freue ich mich halt immer drüber, wenn Halloween im Event ist. Hier bei Anarchie Online. Mein Problem ist, dass ich meinen Rechner neu aufgesetzt habe und ich deswegen sämtliche Einstellungen, ja. Ich habe sie gespeichert auf meinem Server, aber ich bin gerade zu faul, sie zu laden, wenn ich ganz ehrlich bin, weil das einfach zu lange dauert. Und ich sehe schon, ich muss den Sound noch ein bisschen leiser drehen. Ah, da war ja was. Ich darf ja die Ingame-Sounds, die Ingame-Musik nicht verwenden. Moment, dann machen wir das gleich mal aus. Musik aus. So. Dann schauen wir mal, wie es so passt. So, ich habe jetzt hier die Chatfenster schon ein bisschen angepasst. Was heißt, ich darf die Ingame-Sounds nicht verwenden? Ich darf sie schon verwenden. Es kann nur sein, dass YouTube dann sagt, Moment, das ist irgendwie von irgendeinem, was weiß ich, Rechteinhaber sowieso, keine Ahnung was. Und dann kann es sein, dass ich halt, ja, das Video im Endeffekt gelöscht wird oder dass ich mich mit denjenigen wegen irgendwelchen Rechten auseinandersetzen muss und so, das will ich ja nicht. So, deswegen gleich mal die Musik aus. Ich müsste irgendwo auf meiner Platte noch eine Anarchie Online Musikkiste liegen haben, wo ich ein paar, ja, Titel zusammengestellt habe. Mal schauen, ob ich das auf die Schnelle finde. Moment. Ich gucke mal. Musik? Nö. Da ist es nicht drin. Wäre natürlich zu einfach, wenn es unter Musik wäre, ne, dann wäre es ja ganz einfach. Aufnahme. Nein, da ist leider auch nicht mit drin. Da sind nur meine aufgenommenen Sachen drin. Ich fürchte, dass ich das auch auf meinem Server abgelegt habe. Und dass ich dann das hier nicht wiederfinden werde. Das ist schade drum. Ah, ja, cool. Moment. Ah, shit. Ah, ich befürchte, ich bekomme es auf die Schnelle nicht hin. Wir müssen ohne Musik erstmal klarkommen. Okay. Ich schalte meine Facecam mal aus. Einfach nur, damit man sieht, was ich so treibe, was ich so mache. So. Zack. Weil ich habe ja das Problem, ich muss ja jetzt neu alles einrichten und so und dann könnt ihr gar nicht sehen, wie man das vielleicht ganz optimal löst. Also, oder ja, ne? Jedenfalls, wir haben ja hier oben jetzt nichts mehr in der Schnellleiste. Das ist ja mal das Problem Nummer 1, was wir so haben. Okay, das Fenster, das haben wir immer offen eigentlich. Das lasse ich mal da. Wo war das drin? Ah, ich habe es schon zu lange nicht mehr gespielt. Hier. Moment. Nee, hier. Hier ist es drin, genau. Oh, Combat. Alles klar. Und zwar sehen wir hier schon, die hier sind ja relativ ähnlich. Und wir sehen hier, dass das Kleinste, das, ja, in C-Kurs 3, also 45 Na Nano, 17 Nano, 39 Nano. Also die größeren sind hier nach oben sortiert. Und im Endeffekt, das hier ist halt wahrscheinlich das gleiche wie das hier. Nur halt, dass das hier eine Nummer besser ist. Ne? Ja. Okay. Legen wir gleich mal hier rein. Genauso wie das hier. Weiß ich zwar nicht, wie sinnvoll das ist, weil ich das wahrscheinlich eh nicht benutze. Ich kenne mich doch viel zu gut. So. Hier haben wir einen Heal over Time mit 3 Minuten. Und hier haben wir einen anderen Heal over Time mit 4 Stunden. Okay, also das hier sind die beiden, die wir wahrscheinlich genau 2 bis 6 und der hier 10 bis irgendwas, ne? Also den brauchen wir hier und das hier sollten wir machen, bevor wir in den Combat gehen. Genauso wie den Ability Boost, den lege ich mal dahin.
So, dann gehen wir weiter durch. Dann. Puh. Ja, okay. Für so Dingensmissionen, also wenn wir irgendwie stealth-mäßig unterwegs sind. Okay, dann einen Buff für die Sachs. Ihr wisst schon. Die Nanos, dann einen Buff für meine Waffe, SMG. Dann noch einen Buff für die Waffe, SMG. Den sollte ich mal hier hinlegen. Dann, was haben wir hier? Okay, ja, das ist so wieder so eine Geschichte für hier, würde ich sagen. Aimshot, ja. Weiß nicht, ob ich das brauche, kann ich gerade gar nicht sagen. Okay, müssen wir gerade gucken, ob das stackt. Moment. Mal kurz das hier machen. Ah, das dauert aber. Fuchtelt ganz schön lange rum. So. Hat nicht geklappt. Ich habe wohl irgendwas laufen, das besser ist. Ja, irgendwie ja nicht. Das gibt mir doch 20 Nano-X, NCU extra. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ach so, es braucht aber auch. Ah, es braucht auch NCU, damit sich es ausführen kann. Okay, dann machen wir das kurz. Hier haben wir noch eine Essence of Behemoth haben wir hier noch laufen. Die habe ich wohl mal bekommen, um irgendwas zu equippen oder so. Oder irgendeine Mission zu machen, die ich sonst nicht geschafft hätte. So, okay, dann machen wir kurz das Bessere rein. Und dann gucken wir, ob das stackt. Wenn ich das hier jetzt hinterher jage. Nein, es stackt nicht, das heißt, ich muss es nicht rausziehen. So. Was haben wir hier? Diese ganze Trade-Skill-Geschichte. Dann lege ich mal dahin. Ja, First Aid können wir mal hier mit hinlegen. So. Okay. Dann Space. Dann hier haben wir eine Sache. Genau, das schießt mich ins Grid. Das lege ich mal hier hin. So, dann haben wir hier noch einen Damage Modifier. Den sollten wir vielleicht hier hinlegen. Dann haben wir noch Run Speed. Run Speed ist auch mal auf vorher machen. Legen wir hier hin. Dann diese NCU-Geschichte, die ist auch super, super hilfreich. Die lege ich, glaube ich, weiß ich nicht. Boah, würde ich. Ja, ich lege es einfach mal dahin. Nochmal Run Speeds. Ja. Genau. So. Dann was haben wir hier? Hihihi. Ach so. Ach, ich habe jetzt gedacht vom Zeichen her, das wäre was anderes. Aber okay, naja, gut. Das brauchen wir dann eher nicht. So, Damage haben wir ja hier schon. Einen besseren, oder? Naja, weiß ich nicht. Mal gucken, welchen Damage macht denn meine Waffe. Meine Waffe macht einen Damage. Wo steht's denn? Hier. Projektil. Also ist. Wir können mal gucken, ob das stackt, aber ich denke, das stackt nicht. Ja, genau. Stackt nicht. Okay, wie gedacht. So. Okay, wenn wir irgendwie gefangen sind und so, können wir uns damit lösen. Gut, lege ich mal damit hin. So, was haben wir hier noch? Das ist diese Omnipool-Geschichte. Braucht keine Sau. Okay. Weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Hat letztens nicht so gut geklappt. Restock Armor, ja gut, okay. Braucht keine Sau. Alles klar. So, dann haben wir die Nanos erstmal wieder geordnet, glaube ich. Das hier habe ich gerade hergezaubert, ha? Huh? Kann es sein? Naja.
Bin Arsch. So. Okay, dann haben wir die Nanos erstmal wieder so geordnet, würde ich mal sagen. Das passt. Und dann schauen wir mal, ob ich einen Uncle Pumpkinhead irgendwo finde. Normalerweise müsste der hier. Ja. Da, yes. So, was haben wir hier? You win. Yes, ja, schön. Moment. Ich muss mal gerade hier noch meine Stats noch einblenden. So, die habe ich nicht immer hier oben eigentlich, weil ich das schöner finde als hier diese Leisten da links. Also. So. Wie war das nochmal? Wo stehen denn diese Pumpkinheads rum? Vielleicht in Old Athen? Moment, ich brauche mal Run Speed. Habe ich hier hingelegt, ne? Yo. Bringt mir das auch nochmal was? Irgendwie. Bin jetzt 140 Punkte schneller, aber es sieht immer noch nicht schneller aus. Ja. Gut. Das kommt wohl in höheren Leveln dann irgendwann mal. Ich gehe mal nach Old Athen und guck mal, ob es da einen Uncle Pumpkin Head gibt. Da, Old Athen. So, mal gucken. Normalerweise müsste der ja. Was bist du? Nichts, glaube ich. Ja, Halloween Deko ist da. Früher gab es da mal eine Mission, die man annehmen musste und dann Trick or Treat auswählen. Ah, das hat sich wohl geändert wahrscheinlich. Wir müssen mal gucken. Wir müssen mal gucken. Mal schauen. Vielleicht steht da hier irgendwo einer rum, dann passt das ja. Und wenn nicht, dann gehen wir mal in die Agency. Vielleicht muss man die Mission ja da jetzt annehmen. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Und dann schauen wir mal. Miss. Hallo? Ein Skelett. Ja, schön. Das ist kein Pumpkinhead, den haben wir nicht gesucht. Hier, was bist du? Aber du gibst mir bestimmt keine Mission. Ja. I have no business together, ist schon klar. Da unten steht ein Lied. Dracolied. Ja, das ist schön, aber. Who are you? You do speak! Was? Yes, I speak! Trick or treat! Juhu! Ja! Juhu, ich hab's gefunden! Trick or treat! Trick, komm! Oh Gott. You. Morgan Le Fay. Draculid. Ah, wir können jetzt aussuchen, in was wir uns verwandeln wollen. You. Komm. Okay. Ja, okay, alles klar. Okay. Mal gucken, haben wir eine Mission jetzt bekommen? Frage zeigen. Ah ja, hier. Nee, das ist diese andere Mission. Wie geht das nochmal? Muss doch hier irgendwie eine Mission bekommen. Das gibt's ja nicht. Ah, vielleicht ist das hier nur, um sich zu verwandeln. Moment, wir gucken das mal. Who are you? Bla bla bla. Wir gehen das nochmal durch. Ja. Trick. Wir gehen nochmal durch. Und wir nehmen einfach mal irgendwas. So, zack.
Ah, ja. Okay, alles klar. Das verwandelt mich einfach. Wenn ich noch ein NCU über dich habe, dann macht es mich eben. Ja. Okay. Sieht jetzt. Naja, okay. Gut. Moment. Das hier sieht doch fast aus wie von den Borg, die Mutterdrohne hier, ne? Naja, egal. So. Schade, das war nicht das, was ich wollte. Früher gab es da auch eine Mission, egal was man ausgewählt hat, es gab immer eine Mission und man konnte dann das Nano sich erspielen, um eben das zu casten. Fand ich nämlich sehr geil. Aber gut, dann nehmen wir halt mal Treat. Old School, yeah, komm. You have to warn them. Ja. Okay. Map. Eine Map. Ja, perfekt. Das ist hier direkt vor der Haustüre. Genau. Sehr schön. Und wir sind halt furchtbar lahm. Oh Gott, der Hintern. Ja, ich muss das mal. Muss eben nochmal hier. So. Geht nicht. Geht halt nicht. So. Okay, alles klar. Dann. So. Das war eh schneller. 160, aber ich habe nicht genügend NCU. Verdammt. Ja, dann nehmen. Komm her, dann nehmen wir den. Sind damit auch glücklich. So, wir müssen hier so. Nee, so, oder? Wirklich östlich, glaube ich, müssen wir. Oder? Ich weiß es nicht mehr, wie ich aus der Stadt rauskomme. Das ist doch furchtbar, ey, ganz ehrlich. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich nicht mal mehr das weiß. Das ist doch übel. So, wir gucken mal auf die Planet Map einfach mal. Ja klar, ich muss östlich. Da vorne ist auch das Tor hier. Ja, guckt euch das an. Perfekt. Okay, da müssen wir hin. Ja, mal so nebenbei. Was haltet ihr eigentlich von diesem ganzen Kriegsgedönse, was momentan so wieder los ist? Von wegen Amerikaner ziehen ab, Erdogan schießt auf die Kurden und blablabla und keine Ahnung. Ja, die einen verbinden sich mit dem nächsten und so weiter und so fort. Ich finde es einfach nur furchtbar, ganz ehrlich. Und ich wäre dafür, dass wir dieses ganze Kriegsgedönse, die ganzen Waffen, alles abschaffen. Dass wir das ganz einfach so machen. Also, jetzt pass auf. Der ultimative Vorschlag. wir wählen ja alle einen Volksvertreter. Also, bei uns ist das ja wohl die Kanzlerin, dann bei den Amis ist das der Präsident und so weiter und so fort. Ne? Und wenn jetzt die Herrschaften, die hohen Herrschaften sich einbilden, ne, wir müssen jetzt Krieg machen, wir müssen jetzt irgendwen bombardieren, dann würde ich sagen, ab dem Zeitpunkt, wenn das eine Nation denkt, dass das notwendig wäre, muss erstmal eine Abstimmung passieren. Und zwar nicht nur im eigenen Land, sondern in allen Ländern, die, ja, ne? Einfach in allen Ländern, sagen wir mal so, einfach in allen Ländern auf der Welt muss dann eine Abstimmung passieren. So, dann müssen die sagen, jawohl, wir sind für die eine oder für die andere Seite. Wir sind, ja, wir sind dafür, wir sind dagegen. Also gegen das, was derjenige vorhat, dann, wenn der Krieg gewonnen wäre. Was dann passieren soll? So. Und wenn das dann passiert ist, also wenn dann ja, alle entschieden haben, jawohl, wir finden das gut, was die nach dem Krieg vorhaben, oder wir finden das schlecht, was die nach dem Krieg vorhaben, wenn das alle entschieden haben, dann geht man her und sagt, okay, alles klar, wir wissen jetzt, so und so viele Leute sind dafür, so und so viele Leute sind dagegen. Und dann kann man hergehen, okay, pass auf. Wir haben. Habe ich da noch Platz dafür? Ja. Und dafür? Nein. So, egal. Wir haben so und so viele Länder, die jetzt dafür sind, so und so viele Länder sind dagegen. Ach, Moment, Special Move habe ich doch auch noch. First. Und dann steckt man die alle zusammen in den Raum. Also alle Volksvertreter. First war das, ne? Ah, ja, hab vergessen, wie war das nochmal?
Actions oder sowas. Control? Control, hier. Burst. So. Okay. Gut, dann stecken wir die alle zusammen in den Raum und dann dürfen sie die sich gegenseitig die Köpfe einhauen, bis dann irgendeine Mehrheit wahrscheinlich dann gewonnen hat. Also wahrscheinlich dann die, die vielleicht sagen, hey, ja, ist gut oder ist schlecht, und je nachdem, was halt dann rauskommt, wird das halt dann gemacht. Ja. Ne? So würde ich modernen Krieg mir wünschen. Nicht mit irgendwelchen Bomben oder so oder irgendwas, ne? Ja, ganz einfach, wir stecken einfach nur die zwei Kriegstreiber in den Raum, die dürfen sich dann, oder halt, ja, die zwei Parteien, die zwei, ne? Die dürfen sich dann gegenseitig die Köpfe einhauen, bis einer übrig bleibt, dann passt das. Ja. Oder bis eine Partei übrig bleibt, sagen wir mal so. Also, die Dämmer für und dann dagegen. Und je nachdem, was halt dann rauskommt, welche Partei halt dann zum Schluss noch steht, die hat gewonnen. Fertig. Nix hier mit irgendwelchen Waffen oder so. Gegenseitig abschlachten. Ein Schwachsinn. Braucht kein Mensch. Vor allem, dann tun die Politiker doch auch mal was für die Leute, oder? Dann verdienen die mal ihr Geld, wenn sie sowas machen müssen. Dann überlegen sie sich vielleicht auch zwei, dreimal, ob sie denn wirklich jetzt Krieg führen wollen oder nicht. Wenn man einfach sagt, okay, Jungs, ihr habt einen Vorschlag, das ist ganz okay. Wir schauen jetzt mal, wie viele sind jetzt dafür, wie viele sind dagegen. Wie viele finden das gut, wie viele finden das schlecht, was ihr nach dem Krieg dann mit den Leuten dort vorhabt oder was auch immer. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Je nachdem, was dann rauskommt, wird dann entschieden, jawohl, wird gemacht oder wird nicht gemacht. Ja. Und dann muss man eben jeweils in den sauren Apfel beißen. Natürlich ist es eher schlecht, wenn dann rauskommt, dass, was weiß ich, eine ganze Nation vernichtet werden soll, wie jetzt dass die Türken mit den Kurden vorhaben. Das ist natürlich jetzt nicht so ganz, ja, toll. Aber das wird wahrscheinlich eh nicht passieren im Endeffekt, wenn man das, also wenn man das so machen würde. Einfach aus dem Grund, weil wenn du hergehst und halt alle Nationen zusammen in so einen Raum sperrst und die sich dann gegenseitig die Köpfe einschlagen sollen, dann glaube ich, dass halt einfach viel, viel, viel mehr Länder einfach auf der Seite der Nicht-Aggressoren stehen und sagen, hey, wieso wollt ihr die bitte schön kaputt machen? Wieso wollt ihr die vernichten? Nö, machen wir nicht. Und dann passiert's nicht. Oder? Das ist doch einfach, ja, eine relativ simple Logik, oder? Hört man eigentlich was vom Sound? Ich weiß gar nicht. Muss mal gucken. Meine Sternanlage hat sich gerade ausgeschaltet, weil es wohl zu leise war, weil wohl zu wenig Signal ankam. Mal gerade gucken. Das war tatsächlich sehr leise. Ah, hier geht's weiter. So, muss ich mal gerade gucken. Okay. Hier. Ja, ein bisschen könnte ich hochdrehen, oder? Ich mach mal hier einfach mal die FX wieder auf 100%. Mal schauen, wie sieht es jetzt aus? Ja, ist immer noch so semi, ne? Es könnte eigentlich noch mehr vertragen, aber es ist, glaube ich, okay. Immer vielleicht auf 50%. Durch das, dass die Musik halt so laut war, habe ich es halt so weit nach unten geschraubt, weil ich gedacht habe, das ist bestimmt voll laut. Aber ich glaube, es geht. So. Jetzt muss ich nur irgendwie gucken, dass ich meine Sternanlage wieder dazu bewegen kann, dass sie mitspielt. Gerade gucken. So. Mal schauen, wie lange die das jetzt mitmacht mit dem Geräuschpegel. So, hier natürlich ist auch wieder alles durcheinander. Okay. Gut. 16, 16, 14, 11. Ja, das passt halt überhaupt nicht mehr. Mal gucken.
wollte auf F1 drücken. Was haben wir denn? Hiervon haben wir einen Haufenweise. Oh ja. Ist okay, ne? So. So, ich hau einfach alle um. Das ist zwar nicht ganz so der Stil von einem Fixer, weil der Fixer rennt eigentlich nur durch und macht die Hauptaufgabe und dann haut er wieder ab. Aber ich denke mir halt so, wieso soll ich die, ja, wieso soll ich das liegen lassen? Aber andererseits, eigentlich könnte ich auch durchlaufen. Andererseits könnte ich auch durchlaufen. Aber es gibt halt auch, ich kann halt auch die Sachen hier verkaufen wieder. Das gibt halt auch wieder Geld. Das ist immer so die Sache im Endeffekt. Die Frage ist halt, was ist besser? Alles mitzunehmen? Ja. War das das hier? Ja, das war's. Aber es kostet halt 5 NCU. Was können wir denn hier mal kurz? Was ist das? Achso, SMG. Ja, komm, ich mach das mal kurz weg. Ist ja kein Problem, das können wir ja jederzeit wieder. Was? Immer noch nicht genügend Nano? Ja, dann machen wir das auch noch weg. So. Ja, und schon geht's. Perfekt. So, aber es war halt nichts drin. Oh, die greifen trotzdem an. Halt. So. Ich könnte halt jetzt routen und einfach abhauen. Würde gehen. Wie lange hält das? Steht jetzt nicht da, ne? So, das hier hinten kann ich mal wieder zumachen. Was haben wir hier? Nehmen wir mal mit, weiß ich nicht, ob das was wert ist. Wahrscheinlich eher nicht. Wo ist denn dieser Pumpkinhead? Da ist er auch nicht. Ich suche mal einfach nur kurz ab. Da ist er auch nicht. Oh Gott, das ist aber eine riesige Mission. Da hätten wir ganz schön lange gebraucht. Da steht er doch. Oh, ich hätte vielleicht vorher. Ja, egal. Ja, denn das sollten wir eigentlich ganz gut schaffen. Sollte gehen, solange mir die Munition nicht ausgeht. Wo habe ich denn meine Munition eigentlich? Ach, hier. Ja. Ich glaube, das reicht eine Weile. Shadow Lead Doll. Also eine Puppe. Du? Beast Nanospray. Okay. Ah, eine Lampe, die sich als Geist tarnt. Okay, cool. Los. Oho, ja schön.
Mal gucken. Spawnpad. Nice. Was haben wir hier? This is, let's see. Ja, ob ich es essen soll, weiß ich nicht. So, auf jeden Fall wenden wir mal das hier an. Yay! Wir haben ein Haustier. Hallo! Oh, ein Ghoul. Ein Ghoul. Hallo. Hallo, Ghoul. Ghoul-Lied. Wir haben jetzt ein Haustier. Der geht jetzt mit uns mit. Den haben wir jetzt. Den können wir wieder rufen. Ich hoffe, dass es bleibt, das Nano, dass das für immer da ist. Ich glaube aber schon. Okay. Was zum Teufel? Ich habe das mal gegessen. Okay, interessant. Okay. Was habe ich hier? Ja, okay. Das ist im Endeffekt nur ein Morph. Alles klar. Okay. Es sieht eigenartig aus, oder? Es sieht halt einfach anders aus. Ich muss mal gerade die Map. So, wo sind wir denn? Wir sind von da gekommen. Also da. Da? Ja. War das hier? Nö. Oh Gott, das sieht so komisch aus, oder? Wir müssen mal gucken, wo sind wir denn hergekommen? Es könnte von hier gewesen sein. Ja, doch, es war von hier. Hier ist die Tür. Hier ist die Tür nach außen. Okay, alles klar. Wir haben uns mal eben verkleidet. Cool. Finde ich richtig cool. Das ist halt auch so eine Sache. Das finde ich halt echt klasse. Das finde ich halt super. Da bin ich voll der Fan von sowas. Okay, was haben wir sonst noch? Also für. Das ist 1, 2, 3. Ghost Weapons. Hier haben wir noch was frei. Das legen wir doch direkt rein. So, bitteschön. Dann die Handschuhe können wir angucken. Was haben wir so und was. Achso. Ja, okay. Die gehen wir jetzt halt. NCU. Aber wenn auch nur zwei, aber die geben NCU. Und die hier? Die sind eigentlich schon geil. Aber die haben überhaupt keine. Die haben keine Defense, wenn ich das so sehe. Die haben nur. Die haben nur Waffenskills im Endeffekt. Oder? Ne, doch, ein bisschen. Doch, die haben Defense. Hier, AC, die AC-Werte. 36. Ja, wäre eigentlich besser, ha? Huh? Wäre eigentlich besser. Müsste man eigentlich nehmen. Eigentlich müssen wir die nehmen. Zack. Und die hier halt dann aufheben. Aber die sind 21. Moment. Ach so. Ach so, 21 ist dann das. Level oder wie? Moment. Nee. Manche habe ich gelevelt, manche nicht. Wieso? Bin ich blöd? Weiß nicht. Ich kann mal die Handschuhe auch mal leveln und dann sind die wahrscheinlich wieder besser. Dann müssen wir die wieder nehmen. Ah, je. Yeah. 35? Ja, die sind. Ja, komm. Ah. Die müssen wir nehmen im Endeffekt, das geht kein Weg dran vorbei. Wobei die schon geil sind auch. Also. Aber ja, die Geschichten sind einfach, glaube ich, zu wenig, als dass man das nehmen sollte. Im Vergleich zu 52 und NCU 3. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Mein Max Health geben die halt auch noch. Das ist auch ganz okay. Ich meine, die hier auch. Die bringen sogar mehr Max Hairs, aber was soll's. So, eine Lampe. Was habe ich hier?
Light Source, das ist auch eine Light Source. Ja, komm. Ach so, geht nicht. Moment. Ach so, linke oder rechte Schulter. Dann machen wir das mal auf Social. Auf Social. Ach so, zeigt es nicht an, weil ich ja momentan gemorpht bin. Alles klar. Gut, dann machen wir das so. Okay. Social. Ich habe keine Handschuhe an auf Social, aber. Wie lange hätte denn der Buff? Na, egal. Egal. Wir ziehen mal diese Gloves an. Ist ja egal. So. Sieht so komisch aus. So. Wo waren diese Leads? Die waren noch hier irgendwo gleich, oder? Weiß ich mich? Sieht so ulkig aus. Ah, der Hintern. Oh Gott. Naja, egal. Oh, hätte ich mal da lassen sollen. Ah, die waren hier irgendwo, oder? Ja, da. Okay. Hallo, das war eine schöne Mission. Wir wollen wieder so eine Mission. Who are you? Why are you here? Ah. Trick or treat, treat. Halloween Dolls and Lanterns. Ja, ich weiß nicht, ob ich Laternen will und Puppen. Wir haben ja auch eine Puppe bekommen, oder? Ja, hier. Wieso soll ich? Wir machen Oldschool weiterhin. Goodbye. So, Map. Wieder hier direkt vor der Haustür. Perfekt. Das ist doch schön. Das sieht so lustig aus. Weil kein Kopf. Kein Kopf. Nur Augen. Kein Kopf. Oh Mann. Moment, muss ich da? Moment, 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 Moment. Oh, wo ist das drin? Charakter. Nee. Wo ist das drin? Control Center. Window. Nintendo. Equipment. Nö, macht keinen Unterschied. Okay. Es ist so, es hat keinen Kopf, das Ding. Es sieht, ja, es ist, ja. Wie soll ich das beschreiben? Es hat halt einfach keinen Kopf. Ja, cool. So, dann machen wir mal die nächste Mission und schauen mal, was wir da für ein Loot bekommen. Einfach weil ich dieses Halloween-Event-Zeugs hier absolut geil finde. Ich meine, heute, man sieht jetzt hier ist noch nicht so viel mit Nebel und so, aber dann, wenn es dann tatsächlich, ich glaube, 30.10. oder so, oder direkt vielleicht am 31.10., wenn es dann auf diese Tage zugeht, dann ist hier absolut duster, absolut dunkel. Voll der Nebel überall. Also finde ich echt cool gemacht. Bin ich absolut der Fan davon. Wie gesagt. Deswegen. Nein. Ach so, ja. Ist klar. Hätte ich mal früher dran denken sollen. Ja, ich deaktiviere mal einfach ein bisschen was ich mir wieder buffen kann. So. Ist. Ach so. Alles klar, ja gut, dann muss ich den deaktivieren. Schade drum. Dann sehen wir hier jetzt aber den Geist. Okay, das sieht doof aus. Einmal ein Kürbiskopf und einmal ein Geist. Das sieht auch halt da einfach doof aus. Aber der bringt halt was, der Kürbis.
Naja, und ein Geist auf der Schulter, wieso nicht? Ach, komm, ist egal. So. Sieht so doof aus. Okay. Dann, jetzt muss es aber gehen. Genau, jetzt geht's auch. Dauert nur eine Weile. So. Was war das noch? Aimshot. Wir haben Burst. Wir haben, glaube ich, gar keinen Aimshot. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal nach. Huch, hallo. Ja, genau das könnte ich halt auch machen mit denen. Das wäre, glaube ich, dieser hier. Naja. Aber ich weiß genau, ich mache das wieder auf mich selbst, deswegen lasse ich das immer ganz gern bleiben. Bin da viel zu doof dafür. Weil man das halt auf sich selber auch casten kann, das ist halt echt bescheuert eigentlich. Aber naja. Was ist das? Oh Gott, die sehen jetzt ganz anders aus, die Implantate. Ach du Scheiße. Naja. Man sieht, wie lange ich nicht mehr gespielt habe. Ich mach's mal andersrum. Ich gehe mal diesmal links rum, oder? Ich glaube, rechts rum dauert es immer am längsten. Ich gehe mal diesmal links rum. Hier ist er aber nicht. Das auch nicht. Huch, aber da greift mich jemand an. Hallo. Hallo, Killer. Und ein Sharpshooter, ein Scharfschütze, der sich direkt vor mir vor mich hinstellen muss, um mich zu treffen. Ah, schön. Ja, ist egal. Das Spiel ist halt nicht mehr das Neueste, aber ich finde es halt trotzdem irgendwie schon noch cool. Muss ich mal gerade eben nochmal so sagen. Deswegen, ja. Muss ich das gerade auch spielen? Eben auch wegen diesem Halloween-Event. Ah, und zu Weihnachten gibt es auch ein Event. Das müssen wir eigentlich dann auch direkt machen. Dass wir da einfach mal kurz reinschauen und einfach ein, zwei Missionen mitnehmen. Wäre ich voll dafür irgendwie. Vor allem, ich habe momentan sowieso das Problem, dass ich in Minecraft einfach nicht weiterkomme in Volcano Block, weil ich halt echt einfach diesen doofen Kopf nicht bekommen. Ach, da sind noch mehr. Oh, ich habe jetzt gedacht, das wäre nur eins. So, nochmal.
frei. So. Schön. 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 Ein bisschen Credits mitnehmen. Ah, da vorne steht er ja schon. Oh, der hat einen Wachposten hier. Finde ich jetzt nicht so ganz geil. Muss man irgendwie ein bisschen weglocken, wenn es geht. Vielleicht. Komm her. Das ist auch mit den Tischen, also ich glaube, über den Tisch ist eine Alpha-Wand und deswegen sieht uns der da hinten nicht. Ich glaube, ich kann über den Tisch gar nicht schießen. Nur mal gucken. Wie gesagt, es ist halt einfach ein nicht mehr ganz so aktuelles Spiel. Man sieht es halt auch an der Grafik ganz extrem eigentlich. Wobei die Grafik für das Alter des Spiels angemessen ist, sagen wir mal so. Ja genau, ich kann hier nicht durchhüpfen, ne? Ich kann hier nicht drüber über den Tisch und ich kann ihn gar nicht selektieren. Also ich sehe ihn halt durch die Alpha-Wand hindurch. Jetzt kann ich ihn selektieren und jetzt sieht er mich auch und jetzt greift er mich auch an. Billigen Tricks. Wir können auch nochmal das neue Zeug mal probieren, was wir da bekommen, aber ich denke, dass das Old School doch am besten ist, glaube ich. Ja, nachladen. Schön, dass ich ihn nicht selber kämpfen muss. So. Du, du, du. Oh. Eine. Mr. Squeaky. Eine gelbe Ente. So. Einen Pumpkin-Helm. No drop. Noch einen Pumpkin-Helm. Nein, Nanospray. Oh. Achso, Graffiti. Mhm. Ja, das ist halt, glaube ich, eine einmal. Genau, Charges einmal. Also man kann das einmal benutzen und dann ist es weg. Can be placed on the ground. Auch einmal. Okay. Ein Bikini-Top. Okay. Und nochmal so ein Candy Cherry. Okay. Wir müssen das mal irgendwo ablegen. Vorzugsweise in der Bank. ja, wo war das nochmal? Mal gucken, wo geht's hier wieder raus? Map. Hier hinten. Hier. Ja, man sieht tatsächlich, linksrum ist meistens kürzer, rechtsrum nimmt man meistens erstmal die ganze Mission mit, bevor man dann weiterkommt. Gut. Ah, hier ist eine Bank. Oder? Ne, eine Mailstation. Kann ich mal reingucken? Habe ich eine Mail bekommen? Nein, ich habe keine Mail bekommen. Schade. So. Gehen wir rein hier. Dann muss ich. Oder ich. Moment, ich kann mich ja auch direkt ins Grid warpen, oder? Hier. Wie lange dauert das? 20 Sekunden? Ja. Wir warten uns mal ins Grid. Und dann gehe ich kurz nach Bore und lege da mein ja, kürzlich erworbenes Zeug alles ins Schließfach. Genau.
Oder nach Newland könnte ich eigentlich auch gehen, aber ich glaube, ja, es ist einfach egal. Komm. So. Es ist einfach so egal. Und das hier wären halt die Laternen, die wir bekommen könnten, wenn wir die anderen Missionen machen würden. Also von daher, ja, weiß nicht, ob ich die unbedingt brauche, die man haben will. Ja, ich hätte jetzt gesagt schon eigentlich, ja, aber unbedingt zwangsweise weiß ich halt nicht. So, hab ich einen leeren dabei? Wahrscheinlich eher nicht. Der hier ist leer. So, da werfe ich mal einfach das ganze Zeug mal rein. Im Endeffekt, wenn ich dann, ja, das ist auch noch sowas. Das hier. So. Und wenn ich dann meine Sachen von meinem Server lade, also wo ich mein Backup liegen habe, einfach, dann ist das sowieso wieder alles durcheinander. So. Ich lege es einfach mal hier hin. Also ich hoffe, ich habe ein Backup. Also, ich denke schon, weil ich glaube, ich habe von allen Sachen, die ich irgendwie so gemacht habe, ein Backup mir gezogen. Ist denn das? Ja, das kann auf jeden Fall weg. Bis. Ach, Limited Time Spawn. Ach so, das war das Ding, was ich mir delete, was ich mir da durchs Nano geholt hatte, was ja absolut sinnvoll ist. Naja. Was haben wir hier noch? Komm weg damit. So, tschüss. Aber was haben wir hier noch? Naja. Basic Left Worst. Habe ich da schon was drin? Nein, hier ist leer. Können wir mal aufheben, vielleicht können wir da was reinbasteln. Aber ich bekomme halt auch schon Level 50 rein. Ich glaube, das macht keinen Sinn, das aufzuheben. Tschüss. Was haben wir hier drin? Fists of Shocking Touch. Das ist was für ein Martial Artist, würde ich sagen. Können wir vielleicht aufheben. Und das Ding, das ist furchtbar, das kommt weg. Oder? Hast du irgendwelche Spezialsachen? Nein. Weg. So. Ja, ich würde sagen, ich lasse es wieder gut sein für heute. Ich möchte gar nicht länger machen erstmal. Ja, ich wollte einfach nur kurz mal wieder reinschauen. Oh, cool. Cool. Das sieht cool aus. Was hätte ich gern? Brontoskeleton Head. Sowas hätte ich gern. Cool. Gibt's hier auch so ein Lied? Normalerweise ja. Normalerweise. Früher gab es hier auch immer was, wo man sich eben diese Missionen holen konnte. Da ist hier irgendwo. Nochmal ein Skelett rum. Nein. Vorne. Das ist schon mal bunt. Aber da ist auch nichts. Nichts. Vielleicht da hinten. Also hier in Borealis war immer einer gestanden. Aber wahrscheinlich nicht mehr, weil halt das nicht mehr die Hauptstadt der Neutralen ist irgendwie und deswegen steht hier halt wahrscheinlich auch nichts mehr. Ist ein bisschen schade. Vielleicht in. Wir gehen mal kurz nach Dingens hier. Ist schon Newland.
Dann schaue ich mal, ob es da einer steht, einfach weil ich neugierig bin gerade. Eigentlich muss es auch für die Neutralen einen geben. Ich gehe mal nach Newland. Eigentlich muss es auch für die Neutralen einen geben. Hier steht einer. Huh? Be right back. Das ist aber was anderes. Das ist keiner, mit dem man reden kann. Nö. Nö. Ah, hier. Hier sind die Jungs. Schön. Also, wir haben sie gefunden. Für die Neutralen gibt es auch welche. Sehr schön. Ich sage Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.